Hi Leute, es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind hier immer noch in der Sowjetanlage und ich überlege gerade, ob ich hier jetzt nochmal runtergehen soll, weil da irgendwas ist und ob ich das von hier kann. Ich versuch's mal. Ich gehe nochmal runter. Da komme ich gar nicht lang. Wo ist denn das? Hier oben bemerken die mich wenigstens gerade nicht so. Was ist denn ihr Problem? Ich dachte jetzt schon sonst was. Hey, hier komme ich nicht weiter. Kannst du dann... Na, wenn die fallen lassen, ist auch blöd. Ja, dann nicht. Geht's irgendwie wieder zurück. Da hinter dem Hügel, da müsste ich eigentlich hin. Ein bisschen aufpassen, weil hier wieder Gegner sind. Vielleicht die erstmal ausschalten oder so. Okay, die schleichen da vorne gerade lang. Also ist es die gleiche Frau. Ist er sicher? Es ist Konstantin. Klar ist er sicher. Sie war in dem Grab in Syrien und dann ist sie mitten in der Anlage aufgetaucht. Oh Mann. Die ist entweder mutig oder dumm. Ich denke, wir planen einen Großangriff. Huhu, das war knapp. Was hast du gehört? Das war knapp. Einer der Jungs von meinem letzten Job arbeitet in der Zentrale. Er sagt, bald brennt die Erde. Hast du ihn da? Wir haben bald Kontakt. Schwärmen wir aus. Der ist aber fix hier, der Typ. Hallo, hallo, hör mal auf hier. Das ist doch unser. Das ist doch unser Freund. Wieso ist der jetzt bei uns? Achso, der hilft uns einfach, ne? Ich bin gerade, hä, was ist das hier? Wieso schießt der nicht auf uns? Hallo. Oh, und wieder keine Pfeile, ey. Ich hasse. Doch. Ja, wenn der jetzt ballert, dann baller ich auch. Ja, es läuft gerade ein bisschen schwerfällig hier. Wunderbar. Naja, aber so wirklich schnell die Feinde besiegen tut er jetzt auch nicht. Also man muss schon selber mithelfen. Aber cool, dass er auf einmal kam. Es hat mich nur so erschrocken, weil ich denke, so, wo kommt der denn auf einmal her? Und dann ist es einer von uns. Oder ist er jetzt gestorben, dank mir? Oh, scheiße, habe ich ihn nicht gut beschützt. Hätte ich ihn beschützen müssen? Oder ist es so einer, der immer überlebt? Ist er jetzt schon wieder weg oder liegt er da jetzt? Ich kann das nicht erkennen. Nö, er steht doch hier. Nö, es ist alles fit, ne? Unterm Sägeblatt. Schön. Ja, dann können wir uns ja jetzt hier in Ruhe nochmal umschauen. Weil irgendwas ist hier ja hier noch. Da ist nochmal eine Ölkanne, das ist gut. Haben wir das auch? Von der Seite bin ich schon gekommen. Also das fehlt uns nicht. Ich will die ganze Zeit zu der Herausforderung, genau. Das brauchst du auch nicht. Ja, wo ist es denn jetzt, wo ich hin will? Da sind wir hergekommen. Wie komme ich da hin? Und warum ruckelt es so? Okay. Dann Karte bitte einmal. Sonst werde ich wahnsinnig. Also... Na gut, dann kümmere ich mich darum eben anderes Mal. Da haben wir noch ein Basislager, da haben wir noch eine Archivkarte. Die hatten wir aber schon. Da ist eine Herausforderung. Kannst du nicht einfach mal die dann nehmen? Oder hier ein Münzversteck? Irgendwas, was hier irgendwie in der Nähe ist. Vielleicht finde ich das andere dann automatisch. Hier kann ich noch was runterbrennen. So. Komm runter, Kiste. Verbrennt sich bei mir auch immer, ne? Egal, was ich mache. Ja, fein, schön. Dann finden wir jetzt endlich mal noch einen anderen Bereich hier.
die ich noch nicht so gut abgegrast habe. Ordentlich nochmal Holz sammeln, das ist schön. Genau, alles mitnehmen. Dafür sind wir hier. Genau dafür sind wir hier. Ja, nimm den umständlichen Weg. So, was ist jetzt hier? Oh Gott, die Münzen, ne? Das waren die Münzen. Cool. Ist noch ein paar Federn für Pfeile. Bisschen Holz. Können wir jetzt wieder neue Pfeile machen? Vor allem die? Nein, uns fehlen Pilze. Okay. Aber vielleicht kann sie andere machen. Nee, davon gehen auch immer nur drei, ne? Von den Granatpfeilen gehen immer nur drei. Okay, dann haben wir das ja auch. Wo will der Mission? Ja, die möchte ich, mache ich gleich. Basenholz für ein Münzversteck. Und Kryptoeingang. Das wäre doch mal was. Wir sind ja nicht direkt in der Nähe. Das könnte unter uns wieder sein. Oder hier rechts irgendwie in den Felsen rein. Solange es einen Weg runter gibt, ist ja okay. Da ist ein Kryptoeingang. Boah, wenn ich mal immer wüsste, wie ich in zu den ganzen Sachen komme. Muss ich jetzt erstmal nach unten wieder? Geht's hier irgendwo hoch? Da! Ach so, okay. Herausforderung abgeschlossen. Ins Dunkel. Und da kriege ich meine Credits geschenkt. Das war jetzt eine Herausforderung, das hier zu finden. Es gab da auch diesen Ort, wo man immer Bescheid sagen muss, ne? Ja, mal gucken, was hier in der Krypta noch ist. Gehen wir mal rein. Münzen! Münzgeil! Ja, das ist ja... Ist das dann auch sowas wie ein Grab? Eine Krypta? Aber... Nee, ne? Aber hier gibt's auch nicht Münzen. Das ist cool. Yeah, yeah, yeah. Ah, hier können wir noch was lernen. Ach, das ist so ein Damien, Versteck. Der Baumeister des Propheten. Griechisch verbessert. Juhu. Da ist auch noch was um die Ecke rum. Machen wir gleich. Ist hier noch... Ich darf mich jetzt nicht hier... Oder doch? Bin ich jetzt doof? Nee, jetzt laufe ich zurück, oder? Nee, ich will nicht zurücklaufen. Ah, ist hier noch was, was man sich auch angucken kann? Nein. Hier will ich hin. Ach so, ja, okay. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Ach so, ja, ich habe gerade so weggeguckt, zugehört, dachte, er erzählt noch was. Damien, der Baumeister des Propheten, Krypta, der Gründer, der Bau einer Stadt wie Kitisch erfordert viele Fähigkeiten und Talente. Der Prophet lobte jeden Beitrag. So, so, ach so. Ja, war jetzt hier noch irgendwas? Nö, ne? Irgendwie nicht so, nö. Da ist auch noch ein Krypta-Eingang oder sind wir da? Nee, das ist der, oder? Überlebensversteck, Relikt. Ja, dann holen wir uns das, wenn wir aber wieder raus sind. Ich glaube, dann geht das auch erst. Da ist aber noch ein Münzversteck. Das verwirrt mich manchmal hier. Und irgendeine Sache, oder? Oder nicht? War da noch? Oder nicht? Oder nee, die habe ich jetzt schon eingesammelt, weil es um die Ecke war. Es leuchtete um die Ecke.
ach ja, ach ja. Das ist ja cool. Dann haben wir das ja auch geschafft. Ja, es gibt immer noch so ein paar Ecken, wo man noch nicht war. Das ist ja auch nicht so schwer. Was ist hier oben? Warum ist es so goldmäßig? Das heißt ja eigentlich immer, dass man das lesen kann, ne? Und da oben komme ich ja gar nicht ran. Komisch. Naja. So, hinaus mit dir. Hier ist schon wieder das nächste Versteck. Man kann so viel übersehen. Echt unglaublich. Ach ja. So. Jetzt, wo wir wieder draußen sind, können wir bestimmt wieder auch neue Sachen anklicken. Ja, wir waren jetzt nämlich gerade auf der Seite. Wenn ich jetzt das Relikt haben will, muss ich aber von hier wahrscheinlich erstmal rüber. Deswegen kann ich auch diese Herausforderung noch nicht machen. Würde ich sagen, wir laufen eher hier nochmal lang. Mission, die Pechvögel. Retten Sie die verbliebenen Gefangenen. Finden, befreien Sie die Gefangenen. Oh, da sollten wir natürlich dann auch nochmal hin. Da ist das nächste Basler. Gut, dann visiere ich mal das Relikt an und dann gucken wir mal, wem wir hier noch helfen können. Das geht ja nun nicht, dass hier noch welche gefangen sind. Ja, es sind so Kleinigkeiten. Ach, hier sind wir wieder. Die doch schon schön sind, wenn man die jetzt schafft. Was ist denn hier? Ist hier noch was im Keller oder? Ein Keller, den es nicht gibt? Ach, weil ich das nicht damals freischießen konnte. Okay. Also freiziehen. Jawohl, dann können wir das jetzt uns holen. Okay. Na? Teil, schwere Pistole. 3 von 4. Juhu. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier drin noch was liegt, aber tut es nicht. Da war doch noch was, oder? Hier ist noch was. Ein bisschen Öl. Hast du jetzt... Hast du gepumpt? Ich glaube schon. Ja, dann lass doch die blöde Sicht mal länger an, damit ich mich mal umgucken kann. Okay. Können wir hier vielleicht aufs Dach und von da aus weiter? Oder gibt es einen cooleren Weg, den ich... Nee. Haben Sie sie gefunden? Noch nicht. Werde ich noch. Ach so, ja, weil er will ja noch Hilfe, dass wir den anderen helfen. Und wir haben es gar nicht gemacht bis jetzt. Ja. Ja, wir helfen dir. Tschüss, ab ins Finale. Und das war das Ende von Lara. Und alles gut. Alle befreit, nur an bestimmten Stellen nicht. Können wir die abfackeln? Nein, bing. Ach, da ist noch eine Kanne. Direkt neben mir. Ach, die brauche ich aber nicht mehr. Okay. Doch, aber hier die Flaggen. Kann ich die nicht abmachen? Ja. 6 von 7 sogar. Hippie. Geht doch. So, alles hier gleichzeitig machen. So sieht's aus. Alles mitnehmen, was geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt aber hinkomme. Kann ich nicht da oben raufsteigen und dann am Seil hoch? Aber ich glaube, das sieht so hoch aus. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Hoch wahrscheinlich. Mist. Und einfach über das nächste Lager. Geht das? So, einfach mal ein bisschen... No? Weiß ja nicht, ob das geht. Hier gibt es so viel. Irgendwie.
Geh mal hier hin. Geh mal zu... Ey, kann der mal der blöde Controller Vorratsschuppen? Kannst du nicht da direkt hin? Zum Funkturm gehen wir mal. Weiß nicht, ob das jetzt viel bringt, aber wir versuchen es mal. Weil sonst laufe ich hier ewig durch die Gegend und kletter rum und... Vielleicht geht es auch schneller mit den Reiselagern. Ja, da sind wir auch schon wieder. Beim Funkturm jetzt. So, und jetzt sehe ich auch, dass ich von hier aus irgendwie... Oder auch nicht. Da ganz easy wieder da bin, wo ich vorher war. Aber da ist noch ein Monolith. Können wir den jetzt... Nee, um den geht es nicht. Und ich sehe genau das da, was wir vorher auch schon gesehen haben. Und unten ist das Grüne. Bin ich verwirrt. Ich dachte, das ist jetzt der einfache Weg. Nein, es ist ganz am Arsch, ganz woanders. Aber hier könnte ich die Sachen jetzt holen. Hm. Oder? Doch, kann ich. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Wenn wir schon mal hier per Schnellreise hingecruised sind, dann sterben wir doch einfach mal, ne? Genau. Nee, dann wollte ich eigentlich woanders lang. Dann gehen wir da oben mal lang. Was wird denn das hier? Warum? Ja, dann mach doch so. Dann mach doch so, Lara. Dann mach's doch wieder kompliziert, weißt du? Als hätten wir so viel Zeit für den Kram hier. Kannst du nicht da hoch? Einfach lang laufen? Okay. Jetzt muss ich wieder nach oben. Weißt du? Alles abgezäunt, damit es schön schwierig ist, wenn ich nicht weiß, wo ich lang soll. Mann! Aber wir sind ja hier beim Funkturm. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir schon genug Münzen jetzt wieder haben für den Typen hier. Hier Haus. Moin. Na? Ne? Und... Nein, nicht genug Punkte. Es waren auch voll viele, ne? Weil das so die letzten Teile jetzt waren. 106 von 140. Naja, aber wenn wir jetzt noch ein paar Münzverstecke bekommen, sollte man das ja vielleicht schaffen können. Wir gehen mal hier hoch. Vielleicht gibt es da irgendwie ein Seil, was darüber führt. Wir müssen ja irgendwie hier lang kommen können. Ich sag dazu nichts, es war jetzt echt doof. Aber. Ist das noch eine Flagge, die ich noch nicht hatte? Doch, die hatte ich doch schon, ne? Die hatte ich schon. Wie soll man denn da aber rüberkommen? Da ist auch ein Seil. Da geht's hoch, aber wo? Vielleicht von hier eher? Ja, aber das ist doch auch nicht geiler, oder? Nee, du sollst zwei machen. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir sind gleich da, wo wir vorher auch schon waren, oder? Jetzt kann ich hier runter, aber... Ich bin so weit ab vom Schuss irgendwie, obwohl das auf der Karte so nah aussieht. Sowas nervt mich immer voll. So doof bin, den Weg zu finden. Vielleicht kann man hier ja rumlaufen. Dann kommt man da auf die andere Seite oder so. Irgendwie muss das ja gehen. Ah, ab durch den Schneesturm. Forschungsbasis. Möchte ich hier hin? Möchte ich hier überhaupt hin? Weiß ich nicht. Bin ich jetzt hier eigentlich? Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Nee, oder doch? Gut, hier müssen wir natürlich auch hin. Ja, gut. Och, laufe ich jetzt hier weiter und mache das da hinten? Weil bestimmt kommt man von hier vielleicht ja auch darüber? Oder so? Nicht, dass ich den ganzen Weg wieder zurück muss. Es gibt bestimmt noch ein Schnellreiselager hier, oder? Wetterstation? Ich weiß ja immer nicht, ob das ein Schnellreiselager ist. Sowjetanlage? Och, Mädel. Oh, was mache ich hier? Ja, dann runter. Und bitte fahr auch diesmal runter.
Ja, es ist alles nicht das, was ich eigentlich tun will. Das merkt ihr ja schon. Aber die schnellstmöglichen Wege hier abzuklappern, stellt sich gerade doch als etwas komplizierter heraus. Ich beeile mich mal. Und ich hoffe, da liegt jetzt auch nichts mehr. Doch, natürlich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier... Nein, da leuchtet was anderes. Okay, dann gehe ich jetzt mal weiter hier, in der Hoffnung, dass ich hier auch noch was zu tun habe, weil man hier hätte dann eh hinkommen müssen, so ungefähr. Weil ich mich verlaufen habe. So. Ich werde jetzt mal das hier anfixieren, wenn es denn geht. Nein, es geht natürlich nicht. Die Frage, ich weiß halt nicht, ob man am Ende hier jetzt weiterkommt. Ist aber auch eng hier, der Spalt. So. Bin jetzt im nächsten Gebiet, oder? Nein, immer noch nicht. Okay. Aber da führt auch gar kein gelbes Seil oder so rüber. Ich hoffe, es geht weiter. Jetzt habe ich ein Problem. Nee. Und ich glaube, ich bin hier schon mal gestorben, weil ich immer das Endhaken-Ding benutze, statt den Pfeil zu schießen zum Rüberschwingen. Scheiße. Was mache ich hier? Oh Mann. Voll verplant. So. Jetzt müsste ich doch aber auf der anderen Seite sein. Also so, weißt du? Ja, genau. Hey, komm, das wirst du ja wohl jetzt hier anfixieren können. Und mit dem Schnellreiselager gehen wir dann wieder irgendwie zurück oder so und finden dann irgendwann eines Tages den richtigen Weg und das von den Dingen, die ich eigentlich tun wollte. Weißt du? Weißt du? Die Lara im Wald. Verlaufen. Muss ja auch mal sein. Da hinten kommen wir irgendeiner Sache näher. Ist das toll. Endlich. Ah, es leuchtet blau. Es leuchtet blau. Ah. Oh Gott. Und für das den weiten Weg. Na gut. Wenn ihr meint. So. Verbrannte Erde. 2 von 4 Treibstofftanks zerstört. Wenn ich mich jetzt umdrehe, hoffe ich, dass ich dann demnächst irgendwie noch mal ein paar Treibstofftanks hier in die Luft schießen kann. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Parts schneller die Wege finden werde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, Leute. Kann ich oder kann ich nicht noch hier Bum Bum machen? Oder ich hatte hier doch schon alles in die Luft gejagt, oder nicht? Hm? Federn. Ich will keine Federn. Ich will die Herausforderung. Hier, Pappnasen. Relikt. Wäre auch schön. Oder die Truhe. Die Truhe kannst du mir nochmal geben. Das Relikt hatten wir schon, deswegen geht es nämlich auch nicht. Aber was ist mit der Herausforderung? Wo sollen denn hier noch Treibstofftanks sein? Ich weiß, dass ich die hier alles schon eigentlich hatte. Ich schaue mich nochmal offline eben um, aber ich glaube hier, weiß ich nicht. Vielleicht sind die da, wo das Relikt ist. Oder das Nicht-Relikt, die Truhe meine ich. Oh, ja. Nächster Part, Rise of the Tomb Raider und dann, ne? Los. Tschüss.